So, nachdem wir letztens die Polizeikontrolle gehabt haben, sind wir ja alle zur Führerscheinprüfung geschickt worden. Also haben wir sie bei der Führerscheinstelle eingefunden und machen nun die theoretische Prüfung. Du liegst da vor der Tür. Hallo? Hallo, der Nächste bitte. Hast du es geschafft? Der Nächste bitte. Ich glaube, ich darf nichts sagen. Ach so, okay. So, bitte der Aber Nächste nehmt die abtreten, beschissensten damit wir mit Antworten. unserem Funk-Channel auch beitreten darf. Und die Erde stürzt brennend auf dem. Die Sonne Sehr stürzt brennend. leise. Die Erde. Okay. Thomas, du? Okay, ich passt da. Okay. Darfst du nix so? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So, dann fangen wir mal mit der einfachsten Prüfung einmal an. Bitte setzen Sie sich mal auf den rechten Stuhl. Sehr gut, das hat beim vorigen Kollegen natürlich nicht so funktioniert. So, dann kommt einmal die erste Frage. Vor Ihnen sehen Sie einen HDTV-Fernseher. Jawohl. Und da hat unser Kollege, der Vladimir, der ist leider gerade nicht anwesend, hat da ein sehr schönes Standbild gezeichnet. Was sehen Sie auf dem Standbild und wie fühlen Sie sich dabei? Ich sehe eine Sonne und ein Mandel, was irgendwo um mich herum rennt und rechts davon schaut es aus wie ein Haus. Ja. Was fühlen Sie dabei, wenn Sie das Bild sehen? Haben Sie da irgendwelche Gefühle? Werden Sie traurig, glücklich dabei? Oder? Ich werde glücklich, weil der schaut aus, wie wenn er gerade in Urlaub geht. Na, Herr Kollege, da meinen Nächsten. Ja, das war natürlich so. Entschuldigung, ganz kurze Unterbrechung. Herr Kollege Nano, bitte verlassen Sie den Polizeikanal, wir haben da gerade Führerscheinprüfung. Genau, das wäre optimal. Sie können aber jederzeit zur Führerscheinstelle kommen. Die ist bei der Marktstadt und dann können Sie sich beim Führerschein anstellen. Hallo? Nano? Nicht irgendwas. Perfekt. So, Entschuldigung, die Unterbrechung. Kein Problem. So, wo waren wir? Achso, die Gefühle haben wir gerade gesagt. Ja, Chief, sagen Sie an, was sich der Vladimir bei dem Bild natürlich gedacht hat, wie er das gezeichnet hat, oder? Naja, erklären Sie das schnell. Ich schreibe schnell Okay, deinen jawohl. Kollegen eine Nachricht. Ganz einfach, also der Vladimir, wie er das gezeichnet hat, das ist natürlich einer unserer besten Officer. Und vom Rang her auch der nächste noch ein Chief of Police. Aber ist egal, also der hat immer recht. Da fangen sie mal an. Also links oben sehen wir eine Sonne, ne? Das haben sie schon richtig erfasst. Diese Sonne aber stürzt gerade auf den Menschen drauf. Das heißt, der Mensch wird elendig verbrennen. Oha. Die ganzen Kritzeleien, was sie da links unten sehen, das sind natürlich lauter Leichenteile. Ist, man eigentlich eh zum Sehen, ne? Warum das halt jeder falsch erratet, weiß ich nicht. Und rechts, das ist ein Sarg, ein riesengroßer. Aber ich sage einmal, ja, durch das, dass der Vladimir nicht da ist, ne, weil der jetzt sich natürlich jetzt durchführen lassen. Weil die Antworten, was sie gegeben haben, die sind halt komplett absurd, aber ist egal. Ja, sagen wir mal, den Test haben sie bestanden. Einfach weil er ein guter Tag ist. Ah, das ist sehr nett. Ja, dann kommen wir mal jetzt zum zweiten Test. Und zwar, ich stelle Ihnen jetzt drei Getränke hin. Vor dem Getränk trinken Sie, suchen Sie sich eins aus. Sie können die ganze Flasche trinken, Sie können nur einen Schluck machen. Egal, wenn Sie gar nicht wollen, trinken Sie gar nicht. Nicht vergessen, Sie sind bei der Führerscheinprüfung. Nehmen Sie eventuell das Richtige, bitte.
Tjo. Ich werde mir jetzt einfach die Wasserflaschen nehmen. Also sehr weise Entscheidung. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Also die Prüfung, die haben sie zu 100%. Die ja. Haben sie geschafft. Sie können sie also ruhig behalten. Überhaupt kein Problem, können uns jederzeit dringen. Dann nehme ich es mit. Na, was tust du jetzt? Aufnehmen? Ich weiß nicht, warum sie jetzt aufsteigen. Sind sie nervös waren oder? Jawohl, perfekt. Hat mich nur verdrückt. So, bei dem Funkgerät, das was sie gekriegt haben von uns, da steht live oben, sehen Sie das? In dem Discord-Funkkanal, wo wir gerade drin sind. Ja. Jawohl, bitte schauen Sie sich das Bild mal an. Gehen Sie auf live drauf. Dann öffnet sie ein Bild. Jawohl, ich sehe es. Und damit wir bei dem gleichen Bild sind, lesen Sie bitte die Frage laut vor, die Antworten und dann sagen Sie uns bitte die Antwort, die was Sie abgeben. Viele Unfälle ereignen sich, wenn Fahrer durch äußere Einflüsse abgelenkt werden. In dem hier dargestellten Fall hat eine gewissenlose Frau durch ihre offen zur Schau getragenen Reize einen Zusammenstoß verursacht. Wie sprechen Sie sie an? Da kommt nur Antwort C in Frage. Ich bin nur eingeschränkt zur Konversation fähig, da ich nicht angeschnallt war und jetzt mein Lenkrad im Mund habe. Ja, das ist natürlich nicht ganz falsch. Das muss man mal ganz klar sagen. Jedoch richtig ist Antwort B. Sind Sie sich der Oberweite Ihres Handels bewusst? Mhm. Ja. Naja. Probieren wir Es war die mittlere Antwort, also können wir es als richtig gelten. Natürlich. Hm. Ja. Hallo. So. So, grüß Gott, Frau Peaches. Wir sind gerade in einer Führerscheinprüfung drin. Oh. Aber Sie können dann ruhig als Officerin zu uns stoßen und natürlich uns bei den Führerscheinprüfungen unterstützen. Okay, Herr Kollege. Jawohl. So. Ja, dies wäre die nächste Frage. Bitte laut vorlesen und uns dann die Antwort dazu sagen. Um den Ansprüchen von Sicherheit und technischen Einrichtungen gerecht zu werden, müssen alle Fahrzeuge der STV ZO genügen. Als sie sich für dieses Fahrzeug eine Verkehrszulassung holen wollten, wurden sie vom TÜV-Prüfer ausgelacht. Warum? Und das ist ganz klar, natürlich Antwort A, der Zigarettenanzünder fehlt. Ja, das hat er richtig. Der Kollege. Kann man nichts aussetzen. Kann man überhaupt nichts aussetzen. Ich war jetzt trotzdem nur für die erste Frage am Prüfungsbogen, weil die ist natürlich immer sehr, das machen sehr viele Leute falsch. Ich verstehe es nicht. Das ist eine alltägliche Situation. Ja. Bitte wieder laut vorlesen und dann die Antwort bitte geben. Jawohl. Korrektes Verhalten und Geistesgegenwart in unerwarteten Situationen zeichnen den erfahrenen Autofahrer aus. Hier ein häufiges Beispiel. In einem Waldstück kommt Ihnen ein Kampfflugzeug entgegen. Was tun Sie? Ist eigentlich für mich ganz logisch. Ich weise den Piloten mit Lichtzeichen auf seine fehlenden Blinker hin. Ja, ist ja klar. Perfekt. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Die Theorie hat so Lukana bestanden, ja. Na, Wahnsinn. Gratulation, also. Ja, danke schön. Gut ab. Ja. So, dann habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, die ist da nicht abgebildet. Wenn Sie durch Zagoria fahren, wie schnell dürfen Sie dann fahren? Also. Maximal 50. Jawohl. Ja, ja, ist die Theorie bestanden, kann man überhaupt nichts sagen. Dann können wir schon den nächsten Patienten reinholen und sie können dann wieder unseren Funkkanal verlassen. Und nachdem wir die theoretischen Prüfungen durch haben, werden wir dann zur praktischen antreten. Jawohl. Jawohl. Danke, bis später. Ich danke Ihnen, bis später.